Hallo Freunde, willkommen zurück zum Adventskalender. Wir sind immer noch unterwegs bei The Outer Worlds. Derzeit sind wir unterwegs in Edgewater. Sorry, I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out of your pay. He's off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got quotas to make. Okay, sieht aus, als wäre das hier drin, die Konservenfabrik. Und wir suchen einen, der in der Nähe der Konservenfabrik arbeitet und Abernathy heißt oder so ähnlich. Alternativ eine Aufseherin in der Konservenfabrik. Wäre auch was. Sehr viele verschlossene Türen. Gefällt mir gerade gar nicht. Nope. Auch nicht. Hey, you hear about Wilson? Heard Marauder's got it. Just between us, Wilson deserted. Lost his nerve. Ran off in the thick of night. You're kidding. Damn. Always thought he was made of sturdy stuff. I think he was plagued. Guess he didn't want to die in the sick house. Plagued? Ah, shit. I had some of his salt tuna. You moron. Alles klar. Also gut, hier geht auch eine Seuche um. Nehmen wir mich. Hier nichts essen. Und es gibt hier wohl sowas wie eine Krankenstation, kann man das so nennen. Und ich schlage vor, dass wir dort nach Abernathy suchen. Was ist denn das alles Schönes? Noch eine Werkbank. Gibt's ja gar nicht so viele Werkbänke hier in der Gegend. Anführer der Siedlung. Ach so. Ja, dümmlich. Das war einfach ein wenig ungeschickt. Nehmen wir mal alles mit. Läuft soweit. Die Frage ist jetzt, braucht die Pistole oder der Revolver, den wir haben, leichte oder schwere Munition? Leichte. Alles klar. Davon haben wir auch noch reichlich. Das ist in Ordnung. Geladen ist auch alles. Ist dann halt vier gewinnt? Muss wohl. Wenn es so anbietet. Schande, das ist eine Gemeinschaftstoilette und Dusche. Für alle, die hier leben. Okay, zugegeben, das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute. Zwei. Das hält sich tatsächlich in Grenzen. Ich dachte auf den ersten Blick, dass es vielleicht mehr sind. Aber so geht es ja noch, ist überschaubar. Aber stell euch vor, das wären, ich weiß nicht, 8 oder 12 Leute. Dann wäre das mit einmal Duschen und Toilette und alles vielleicht ein bisschen dünn. Okay, das ist also die Wartungsabteilung. Constable, dort wird die Verwaltung der Wache sein. Was ich gerade suche, ist hier für Abernathys Gebühren.
Er fühlt sich nicht gut, ist wahrscheinlich in seinem Zuhause. Danach suche ich. Wahrscheinlich könnte ich die Quest aktivieren, dann würde ich es angezeigt kriegen. Das probieren wir einfach mal. Okay. Wish we had some better rations. At least you got your help. Da hätten wir doch schon mal einen. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Alles klar. Du redest mit der Wand? Stehst du da in einer Riesenpfütze? Irgendwie will ich gerade nicht mehr hier sein. Well, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Natürlich. Alles gut. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Von Geisteszustand habe ich nicht viel erzählt. Okay, ich habe gefragt, was ihn so nervös macht. Das könnte Teil des Geisteszustands sein. Im weitesten Sinne. Na gut, jetzt geht's erst ums Finanzielle. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Wir spielen mal mit. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's alles klar. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Puh. Ich meine, du weißt, wie es ist. Hier mit den Gräbern der Firma und das ist alles nur gepachtet. Er hält sich an die Vorschriften, so wie du. Ach, rück einfach ein bisschen Kohle rüber und dann ist der Rest erledigt, oder? Hoffe ich. Für mich jedenfalls. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Eigentlich würde ich sagen, ein Auftrag nach dem anderen. Andererseits, wir brauchen das Kleingeld. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine and bring it back to me. Okay. Das klingt so, als würden die mich hier sofort erschießen, wenn die das mitkriegen. Aber er scheint tatsächlich der geistig Normalste hier zu sein. Ist körperlich krank, aber nicht total auf dieses Firmenrecht beruhend und loyal und treu ergeben und hören aus und so weiter. Und das macht ihn mir schon wieder ein bisschen sympathischer. I'll do what I can. Okay. Das Offensichtlichste mal zuerst. Wenn du dir einen Söldner leisten kannst, der es dir klaut, warum kannst du dir die Medizin nicht selber leisten? I tried medicating myself with Adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. Okay, das heißt, du liegst noch oberhalb dieser akzeptablen Grenzen? Oder ist es noch schlimmer? So nach dem Motto, da ist eh nichts mehr zu retten, der kriegt einfach nichts mehr. More like the company won't treat me, because I'm not healthy enough. Es ist so schlimm. Der ist nicht mehr zu retten, der kriegt einfach nichts.
Wir investieren nicht mehr auf ein, ja, wir setzen nicht auf ein totes Pferd. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. Ja, das mit den Plünderern sollte kein großes Problem sein. I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. Ja, das reicht. Das reicht. Das ist in Ordnung. Ja, ziehen wir durch. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh Lord, it's in my spleen now. I can feel it. Was auch immer. Ach ja, Versammlungszentrum. Zum Beispiel, wo es ist. Das wäre schon mal sehr hilfreich. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Dass da die Marauder sind, hast du mir schon gesagt. Okay, ich schau mal, dass ich die Medizin organisiere und dann komme ich zurück. Wird bestimmt total super. Falsche Tür, sorry. What? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracycline is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Bin mir da nicht so ganz sicher. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. Alles klar. Und du willst es wahrscheinlich für noch mehr Profit weiterverkaufen, hm? I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Überzeugen 15. Schande, haben wir schon so viel? Alright, here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Ja, aber ich bin doch nicht schuld an eurem Berg aus Papierkram. Nehmen wir mal an, ich würde jemanden kennen, der ein Schiff hat, die in der Lage wäre, von woanders Medizin hierher zu bringen. Und nehmen wir weiter an, dass dieses Schiff gerade eine neue Energiekupplung braucht und ich bereit wäre, die erste Lieferung in Austausch für diese Energiekupplung zu machen. Kannst du mir eine Energiekupplung besorgen? Ich weiß, das ist alles sehr theoretisch, aber ich glaube, wir kommen ins Geschäft. Something like that. Look, I'm not in the habit of lawbreaking, but sometimes you've got to do the wrong thing for the right reasons. Das klingt an sich vernünftig. That's all I can ask of you. Yay. Okay. Draußen haben wir Silas. Ich glaube, dass er so heißt. Conrad. Dann schauen wir jetzt mal noch nach Miss Granger. Oh, bei ihr habe ich ein ganz mieses Gefühl. Das gibt Trouble. Das lief mit allen anderen bisher viel zu gut. Ich schätze, dass sie Probleme machen wird. Okay, das scheint ein bisschen höher zu gehen. Okay. Hätte ich gewusst, dass dieser Aufzug einfach nur Erdgeschoss und zum Mond schießen kennt. Sorry. Okay, gibt es vielleicht auch noch irgendwas dazwischen? Ich such's Treppenhaus. Also. Viel einfacher.
Okay, scheint keine verbotene Rampe zu sein hier. Ich schaue mich nur um. Kein Stress. Na also. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Ja, fast. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Okay. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Ja. Das ist überraschend hilfsbereit von dir. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Okay. Wow. Alles, was dich glücklich durch den Tag bringt. Wuff. So, jetzt mache ich erstmal, dass ich hier rauskomme, weil der Laden ist irgendwie gruselig. Bäh. Was haben wir denn hier drüben noch? Die andere Seite von dem Laden. Wenn man jetzt noch wüsste, wie so eine Energiekupplung aussieht und wo die ihr Lager haben. Ich habe da drüben noch einen Raum gesehen, da könnte ein Lager sein. Das hier könnte doch so ein Ding sein. So ungefähr stelle ich mir das vor. Vielleicht noch ein bisschen mit mehr Leuchten. Nein, ich glaube nicht, dass das hier ein Lager ist. Das ist schick. Da verschwindet die halbe Wand und lässt uns durch. Okay, wie sieht es jetzt aus mit unserem tollen Auftrag bis ins Grab? Wir haben überall Haken dran. Abgesehen von Conrad. Dann reden wir mal mit Silas. Der hier draußen sein dürfte. Ja, easy. Die Richtung. Und da können wir mal ein bisschen Gas geben, denn ich will da, wenn es geht, heute noch ankommen. Ich habe mir schon gedacht, dass ich irgendwie zur falschen Tür raus bin. Naja, falsch klingt ein bisschen hart. Es war auf jeden Fall eine andere Tür als die, zu der wir rein sind. Aber wir sind wieder richtig. Sanfte Grüße. Gravediggings are fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients. Der macht seinen Job mit Freude. You run into any trouble? Vielleicht bei einem oder zwei. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners, skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. Okay, das könnte klappen. That's the word, extortion. Been on the tip of my tongue all day. Sieht für Mord auch, finde ich super. Okay. Nein. Ich will immer den Charakter beschleunigen, indem ich das Mausrad bewege, wie das bei Scum der Fall war. Aber hier läuft es natürlich ein bisschen anders. So, lass mal gucken. Hi. Ich bin mir fast sicher, dass wir hier fündig werden. Der Rezeptionist hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacer's Choice Firmeneigentum.
Eugene war ein Aktivpost und irgendwer muss seine Leichengebühr zahlen. Ja, Eugene, das hat doch unsere... Ja, Phyllis. Das wird uns ruinieren. Ich dachte, wir verkaufen seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne. Familienerbstücke oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne, still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühr und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück, rede am besten gar nicht mit mir. Gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Ah. Phyllis ist auch nicht wirklich so richtig freundlich, also so eigentlich gar nicht. Von wegen verpflichtet, dass der nächste Angehörige das bezahlt. Die hat das gemacht, weil sie einen größeren Profit daraus erhofft. Da könnten wir doch jetzt mal dem guten Friseur hier den Zahn fühlen. Badumts. What can I do for you? Goldener Tag, ja? Das wäre doch eine Sache. You know about Eugene? How? Wenn ich dem jetzt sage, dass ich Gedanken lesen kann, sticht er mich ab. Weil meine Gedankenleserei natürlich nicht desinfizierbar ist. You probably heard it from one of our local gossip mongers. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Ja, genau. Und ich glaube, du hast sie verscheuert, würde ich sagen. More than a few. Those teeth were his personal savings. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Okay, er hat tatsächlich moralische Standards, weil er hat es nicht mitgemacht. Und da Phyllis auch meinte, er soll nicht antworten oder irgendwas, weiß sie das wahrscheinlich noch nicht mal, dass er sich an die Vorschriften gehalten hat. Und wenn die beiden sich in der Zwischenzeit nicht gesehen haben, konnte er das geheime Zeichen auch nicht übermitteln. Das ist perfekt. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Alles klar, siehst du, läuft. War doch jetzt gar nicht so schwierig. Wunderbar, dann haben wir offiziell eine Quest abgeschlossen. Vorausgesetzt, Silas akzeptiert das jetzt mit diesem Schuldschein. Sollte er aber eigentlich. Something I can do for you? See? Run into any trouble? Alles erledigt. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Ja, siehst du, ich hab's halt richtig drauf. And I'll buy you a drink sometime. Ja, aber du bist viel beschäftigt, ich bin auch viel beschäftigt und die Wahrscheinlichkeit, dass wir zusammen in der gleichen Bar sitzen. Zahl mir das Bier einfach aus und fertig. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Siehst du, so habe ich mir das auch gedacht. Dann halt die Ohren steif und die Mütze gerade. Bis zum nächsten Mal. Aber dein Ruf nicht bei Sichtkontakt töten ist. Was zur Hölle? Ich hoffe wirklich sehr, dass mein Ruf nirgendwo bei auf Sichtkontakt töten steht. Das wäre, ich würde sagen, ungesund. So, Versammlungszentrum von Emerald Vale. Emerald Vale, das war doch bei der Landeplattform.
Okay. Wir machen noch diese eine Nebenmission und dann kümmern wir uns wieder um die Hauptmission. So, jetzt müsste es irgendwo nach links. Oder ganz woanders. Nee. Garstiger kleiner Zaun. Was macht man eigentlich einen Schritt und ist drüber? Aber nicht unser Charakter. Nö. Der ist viel zu cool dafür. Der haut sich lieber sein Schienbein an, steht dann heulend da rum und kommt nicht weiter. Das hat irgendwie Stil. Wir folgen einfach mal der gelben Linie. Was kann schon schief gehen? Da könnten Plünderer sein zum Beispiel. Das könnte schief gehen. Plünderer Hooligan. Sack und Asche halt der was aus. Yay! Stufenaufstieg. Dann wird es mal wieder Zeit, ein paar Skillpunkte auszugeben, würde ich sagen. Und zwar, Vorteile können wir gerade nicht auswählen. Es gehen nur Fähigkeiten. Und ich würde sagen, wir investieren noch ein bisschen was in Fernkampf. Dann würde ich vorschlagen, Technologie und Dialog. Ich will noch ein bisschen besser werden, was diese Geschichten hier angeht. Jupp. Klingt vernünftig. Okay. 52. Bei 60 sind wir Könner. Minimaler rüstungsdurchdringender Schaden plus 10%. Da bin ich dann mal gespannt. Das nehmen wir mal alles mit. Hier haben wir noch einen Kameraden. Da ist es auf jeden Fall übel, wie viele Leute hier rumliegen. Und jetzt sehe ich diese ganzen Kisten. Ich glaube, da hätte ich mit ein paar Sprengungen arbeiten können. Naja, hinterher ist man immer schlauer und so. Gut. Sei das jetzt, wie es ist. Wir müssen auf jeden Fall weiterhin die Augen und Ohren offen halten. Sonst überraschen die uns. Das wäre ungefähr so. Okay, ist noch ein Gegner. Das Gefühl, der erwischt uns gerade nicht. Das dürfte wohl so eine Art Scharfschütze sein da oben. Ja, und als Scharfschütze ist der mehr. Okay, entschuldigt, der war schlecht. Ich glaube, zur Strafe lasse ich dann das Video auch gleich mal auslaufen, bevor mir noch mehr dumme Sprüche kommen. Da vorne hätten wir noch einen. Ich glaube, da probieren wir noch eine Sache aus, bevor es dann gleich
Ah, ich hatte doch schon den Finger auf dem F. Na schön, so wie es aussieht, dürfen wir den Sturm auf dieses Ding nochmal machen. Aber das ist jetzt auch nicht weiter wild. Dann würde ich sagen, lassen wir das für heute einfach mal gut sein. Und ja, zum Arzneimittellager schauen wir dann morgen. Bis dahin, macht's gut, Harley Downsteif. Ciao, Freunde.